Sag mal, wo sind eigentlich Sun Goku, Yamcha und Tenshinhan? Mikro. Weißt du noch gar nicht, Mädchen? Sie sind beim Kampf gegen Piccolo gestorben. Kein Problem, wir haben die 7 Dragon Balls und können alle wiederbeleben. Ach, das ist doch langweilig. Wieso müssen wir sie immer wiederbeleben? Lass uns doch mal etwas für uns wünschen. Das können wir später auch noch machen. Ja, aber du musst doch an die ganzen armen, toten Menschen denken. Ja, genau. Und außerdem, willst du Yamcha nicht vermissen? Ach, der ist mir doch sowieso schon viel zu langweilig. Jetzt tun wir mal was für uns und dann denken wir wieder an die anderen. Wir haben doch den Dragon Ball Radar. Ja, genau. Das Ding, was 50% der Zeit nicht funktioniert. Was soll denn das heißen? Tja, denk nur an mich. Ich musste 6 Monate warten, bis ich wiederbelebt wurde. Das Ding kann man wegschmeißen. Der Radar funktioniert sehr gut, wenn man nicht damit umgeht wie mit einem Stein und ihn durch die Gegend schmeißt. Schon gut, schon gut. Jetzt hört doch mal auf zu streiten. Zurück zu den Wünschen. Was sollen wir uns wünschen? Ich denke mir, wir könnten einmal eine Staffel aussetzen. Das haben wir verdient. Oder nicht? Ja, aber wir sollten uns ganz gut überlegen, was wir uns wünschen. Denn wir haben nur einen Wunsch. Ach was? Wir wünschen uns 1000 Wünsche. Das geht nicht. Hast du denn die Folgen nicht gesehen? Auf RTL 2? Mit dieser Synchro? Niemals. Aber ich könnte mir Haare für meinen Kopf wünschen. Ach, das brauchst du ja nicht. Du bekommst den Dragon Ball Set ohnehin welche. Woher wisst ihr das, Meister? Ach, das hat mir meine Schwester Urinai Baba bei einem Kaffee erzählt. Hör auf zu spoilern, du alter Bock. Echt jetzt. Ich könnte mir wünschen, dass Son Goku endlich meinen richtigen Job findet, damit er mehr Zeit für mich hat. Hast du vergessen, dass er tot ist? Außerdem würde er die Arbeit sowieso nicht lange behalten. Du kennst ihn. Wir könnten uns ja eine ganze Truppe hübscher junger Hausmädchen wünschen. Die könnten wir untereinander aufteilen und die erledigen alle Arbeiten für uns. Perfekt. Abgelehnt. Aber wie wär's denn wenigstens für eine Freundin für mich? Such dir gefälligst auf normale Art und Weise eine. Genau. Aber wenn wir schon beim Thema sind, wie wär's mit den Pool Boys? Ach, das kann ja ich machen. Oh nein, danke. Aber wir könnten uns ewige Jugend und Schönheit wünschen. Das wäre was. Oder ein Mittel gegen Impotenz. Oh, vergiss es, alter Bock. Ja. Hey, auch ein alter Mann hat Bedürfnisse. Wie wär's, wenn wir uns Geld wünschen? Geld löst Probleme. Nein, ich habe doch schon genug Geld. Und es löst keine Probleme. Was wünschen wir uns dann? Mit einem schönen Sklaven für die Hausarbeit. Ach nee, ich hab Son Goku. Du willst keinen Poolboy, du willst keinen Sklaven. Son Goku ist tot, vergiss das nicht. Na und? In einem Jahr habe ich ihn dann ja wieder. Höchstens 2. Ja, die Dragon Balls sind für ein Jahr zu Stein. Wisst ihr einfach was? Wir können sie erst dann suchen. Und dann müssen wir sie erst finden und ausgraben. Und mit den 2 Idioten dauert das ewig. Wir wünschen uns einfach Essen für die ganze Welt. Nein, davon werden wir bloß dick. Du kannst es dir leisten, dumme Schnepfe. Aber was willst du von mir? Du vergisst, wen du vor dir hast. Du vergisst, wen du vor dir hast. Ach ja? Ja? Dann los. Sollten wir sie nicht stoppen? Nein, bloß nicht. Je länger das so ein Catfight bekommen wir in dieser Serie nie wieder. Aber Meister, es fehlt der Schlamm, es fehlt der Ring. Und der Fight dauert mindestens 10 Episoden. Tja, wie wird es bloß weitergehen? Wird Bulma zu freigeschlagen? Wird Krillin lernen, bis 7 zu zählen? Das alles erfahren wir in der nächsten Serie von Dragon Ball. Krillin, komm doch mal auf die Bühne.
Komm mal her kurz. Darf ich auch mal? Bringt das wirklich, das zieht mein Bruder so streichelnd.